Nerdsau. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Super Pixel Racers auf der Nintendo Switch. Drücken wir die Taste, wähle einen Steuerungsmodus. Den Zeigemodus leicht empfohlen. Okay, drücke linker Stick für vorwärts. Oder den klassischen Modus, schwer wie ein Retro-Spiel. Drücke den linken Stick für links oder rechts. Ich denke, wir können Zeigemodus, da fährt er immer in die Richtung, wo wir hin zeigen quasi. Und der klassische Modus mit links oder rechts, also wie ein ferngesteuertes Auto. Wir nehmen das jetzt mal. Nitro Drift. Klassischer Modus ist ausgewählt. Okay. Weiter verstanden. Drift. Drücke bei hoher Geschwindigkeit die B-Taste, um zu driften. Das Auto schleudert und dreht sich schneller. Halte die A-Taste gedrückt, um Nitro zu nutzen. Das Auto fährt viel schneller. Drifte, um ein Nitro zu erhalten. Okay. Karrieremodus. C-Klasse. Willkommen in einer neuen Liga. Bonuswagen erhalten. Dann fahren wir mal die erste Strecke, das erste Rennen. Hol dir einen ersten Platz, um die Reihe fertigzustellen. Okay, beschleunigen tu davon alleine. Okay. So, da staubt es noch ein wenig. Uff. Das sieht nicht gut aus. Oh nein! Und das muss ich ja. Aha! Reparieren. Und weiter geht's. Oje, oje. Achso, wir haben auch noch die Möglichkeit, Nitro. Ui. Zu nutzen. Bei Nitro. Okay, wir müssen. Uiuiui. Ja, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig zu lenken. Aber es geht. Beziehungsweise es fährt. Und wir sind immerhin jetzt Vierter geworden, obwohl wir einmal explodiert sind. Tja. Schauen wir mal weiter. Es gibt hier die C-Klasse, C-Klasse Plus, B-Klasse Plus, A-Klasse und Plus Anfänger-Cups, Profi-Cups, Meister-Cups. Ansonsten hier noch ein Gratis-Rennen, ein Custom-Rennen wahrscheinlich. Local Multiplayer, Online Multiplayer, Trophäen, Einstellungen. Mitwirkende. Okay. So. Trophäen. Karrieremodus. C-Klasse. Wir können nämlich hier auch in die Garage gehen. Und hier Upgrades kaufen. Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigung, Nitro-Haltbarkeit. Wir gehen mal auf Höchstgeschwindigkeit. Okay. So, weg hier, weg hier. Ich bin ja schneller wie ihr. Mensch. Den Weg, ja, das sag ich. Oh, 4 Nitro. So, jetzt heißt's Gas geben.
Hier die Kurve nehmen wir noch mit und dann geben wir Gas. Ah, läuft. Perfekt. Und schon sind wir Erster. Und hier haben wir schon Trophäen erhalten. Jetzt schauen wir wieder in die Garage und nehmen einmal Beschleunigung mit und einmal Nitro. Bessere die Ladegeschwindigkeit Nitro des Autos Maximum bis auf 10. Ach ja, und hier kann man auch mit L und R andere Autos kaufen. Es gibt 1, 2, 3 Autos im Moment. Die kosten auch jeweils 1000 und haben andere Höchstgeschwindigkeit bzw. Beschleunigungs- und Haltbarkeitswerte. Dann holen wir uns den nächsten ersten Platz, wenn's passt. Das hier, die Kurve jetzt schreit nach einem ordentlichen Drift. Nitro. Und das war kein ordentlicher Drift. Die Frage ist auch. Oh, also auf der Taste oben bleiben ist vielleicht nicht so gut. So, wir haben jetzt volles Nitro. Wenn ich jetzt normal um die Kurve fahren will, boah, das funktioniert nicht so toll. Und erster. Läuft ja ganz gut soweit. Wir haben 241, das heißt, wir kaufen uns die nächste Höchstgeschwindigkeit. Rallycross Deutschland. Das wird immer kurviger. Uiuiui. Im Weg. Uiuiui, wir brennen schon wieder. Also, wir brennen nicht auf eine gute Platzierung, sondern wir brennen tatsächlich. Gleich mal Nitro etwas nachheizen. So, schauen wir mal, ob ich so hier das Rennen beenden kann. Nö, kann ich nicht. So. Aber wir sind immer noch Dritter. So gesehen ist ja nicht viel verloren. Das war gar nicht so einfach. Weiter. Ein neues Rennen wurde entsperrt, denn ein Zeitwettbewerb
der hier in Belgien. Das heißt, hier schaffe es innerhalb der Zeit zur Ziellinie. Und zwar Zeit ist 1:06:20. Diese Strecke kennen wir ja schon. Und wir haben vorhin mit Gegner schon, glaube ich, eine Zeit von 1:04 irgendwas gehabt. Also mache ich mir jetzt gar keine zu großen Sorgen hier. Ich glaube, das könnte doch knapp werden. Hm. 1:02:25. Sehr schön, sehr schön. So, weiter. Takedown und Rallycross. Was ist Takedown? Vernichte andere Autos mit Nitro. Da muss ich erstmal Nitro sammeln. Also hier ist es wohl. Ups. Wohl egal. Wie weit ich vorne bin. Brennen tue ich und nicht die anderen. So, na toll. Vielleicht sollte ich mal einen Punkt in Haltbarkeit ausgeben. So, machen wir jetzt mal Folgendes. Hat das was gebracht? Außer, dass ich noch mehr brenne. Wir haben auch nur noch 35 Sekunden Zeit. Und so wie es aussieht, bin ich der Einzige, der hier brennt. Ei. Das war knapp. So, 8 Sekunden. Ich glaube, das wird nichts mehr. Wir haben nicht mal einen. Hm. Ja, was machen wir da? Wir schauen in die Garage. Kaufen wir 2-mal Haltbarkeit und 1-mal. Vielleicht. Schauen wir mal, ob das was wird jetzt. Auf jeden Fall Nitro, wir brauchen Nitro. So, wir haben 8 Nitro. Jetzt sollten wir ordentlich Anlauf nehmen. Den einen, der sieht gut aus. Hahaha.
Einen haben wir. Aus dem Weg. So, jetzt machen wir es gleich nochmal so. Oh, der sieht gut aus. Elli. Ah, nicht erwischt. Mensch. Immer noch nicht. Jetzt aber. Noch 12 Sekunden. Oh, fast. 2. Aber ich denke, wir bekommen jetzt etwas Geld. Das heißt, für 400 kaufen wir uns jetzt noch einmal Nitro und versuchen es nochmal. Oh, das ist jetzt die andere Strecke. Bisschen zumindest. Oh, der brennt schön. Den muss ich aber erstmal erwischen. Wo ist er? Weg hier. Hier ist er. Sehr gut. Das wäre mal ein Stück. Und richtig Schaden bekommen sie erst dann, wenn ich sie irgendwo gegen eine Bande oder irgendwo dagegen schleudere. Den jetzt. Also richtig Schaden habe ich auch nicht genommen. Der sieht gut aus. Nicht. Jetzt aber. So 20 Sekunden. Puh, das war aber knapp. ...330. Also hier sieht man jetzt, hier sind wir Zweiter geworden. Das nächste ist ein Rallycross wieder. Ja, dann nehmen wir uns Beschleunigung mit. Das nächste wird wohl, das nächste wird wohl wieder Höchstgeschwindigkeit werden. Da sollten wir jetzt Erster werden. Das geht ja schon eigentlich richtig gut. Weil wir schon relativ schnell beschleunigen. Und mit dem Nitro natürlich. Ja. Ui. So.
Also bis jetzt ist dieses Takedown das Schwierigste für mich. Diese Rennen machen mir jetzt momentan keine größeren Sorgen. Und man sieht, wir haben genug Vorsprung. Aber die Takedowns, das ist schon nicht so leicht. Ein Zeitbewerb wieder. Genau. Da ist ja Höchstgeschwindigkeit dann ganz gut. Strecke mit ziemlich engen Kurven. Oh. Das war nicht so gut. Hier vielleicht und hier. Letzte Runde ist angebrochen. Ja, das war nicht so gut. Oh, Moment, ich sehe gerade, Ziel ist 1:03. Wow. Da muss ich wohl noch etwas upgraden. Ich glaube, so schlecht wäre ich ja gar nicht gefahren, oder? Einmal versuche ich es jetzt noch. Ich muss das Nitro jetzt besser einsetzen. Und zwar hier. Denke ich zumindest, dass das der beste Weg hier ist. Ja, aber das ist... Puh! Ich denke, da muss ich schon noch ein wenig... Vielleicht darf ich auch das Nitro nicht so oft einsetzen. Also nicht das Nitro, sondern den Drift. Wow, wie soll ich in der Zeit dorthin kommen? Ja, das war jetzt immerhin nicht gut. Ja, komm her. Puh. Wahnsinn, das ist nicht einfach. Ja, bezüglich Strecken sieht so aus, als würde es hier, das sind 12 Strecken, 12 Strecken, das, da sieht man es noch nicht, aber dann haben wir C-Klasse plus, BB plus, AA plus, Anfänger, Profi, also an Strecken mangelt es sicher nicht. Das ist jetzt aber eine Hausnummer mit 1:03. Da mache ich dann wohl noch das Takedown zuerst. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.